Willkommen zurück, Leute! Gut, dann machen wir weiter. Den letzten Part haben wir ein bisschen den Turm erkundet. Und ich hoffe mal, ich komme zurecht in den Turm. Und wieder so ein blöden Panzerpferd. Haben wir letztes Mal schon niedergemacht. Ja, mit den 158 Lebenspunkten dürfte es eigentlich kein Problem sein. So, der nochmal eine Runde, dann dürfte er weg sein. Kurz überschlagen. Ja, ja, dürfte weg sein. So viel wird, darf sie abziehen. So. Dann hoffe ich mal, dass ich hier richtig bin. Werden wahrscheinlich auch wieder so. Armor. Scheiße. Aber es ist zum Glück nur einer. Ein Panzerpferd. Ich habe jetzt mal die ganzen Monster von dem Tempel rausgeschrieben, auch wenn sie auf Englisch sind, aber das Bild passt ja. Oh, da sehen wir schon ein anderes. Den wir ganz leicht mit der Bombe wegspringen können und können die Leitern ausfahren. Sehr schön. Mehr gibt es in Raum auch gar nicht. Das heißt, wir können wieder raus und die Leitern benutzen. Vielleicht kommen wir sogar so weit, dass wir den Boss kriegen. Ein Krug auf jedes schwarze Wappen, dann geht es weiter auf Schuss des Wappen. Okay, what the fuck? Moment mal. Dass sie sich versteht, davon hat man nicht gesprochen. Oh Gott. Wir sind Gedächtnisding hier. Ey! Hallo? Okay, jetzt auf. Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen rum. Vielleicht schaffe ich es irgendwie mal. Das scheint schon mal richtig zu sein. Und dann gehe ich da einfach mal eins hoch. Passt. Da dürfte dann der Schlüssel drin sein. Genau. So, das erwarte ich auch gar nicht. Und irgendwie ist mein PC gerade so übelst laut. Ich hoffe, den hört man es nicht. So, dann ist da auch noch was geöffnet und irgendwie trollt mir gerade mein Controller, habe ich das Gefühl. Ah ja. Sprich, wir können komplett aus dem Turm. Es geht natürlich am schnellsten, wenn ich Flucht zaubere. Genau, dann gehen wir nochmal rein. Und können den Pfeil nach links legen. Perfekt. Weil dort haben wir ja festgestellt, brauchen wir einen Schlüssel. So, Schlüssel benutzt. Hallo. Oh, ich will eigentlich lieber was ausgerüstet haben. So. Was gibt es denn alles zum Sehen? Nix eigentlich. Ich glaube, da gehen wir eins hoch. Wir müssen uns, wie es aussieht, wieder hochkämpfen. Au, au, au. Neptunschale. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Jetzt suche ich gerade und merke, die ist gar nicht in der Liste drin. So was aber auch. Die ist tatsächlich nicht in meiner Liste drin. Das ist immer richtig blöd. Da kann ich gar nichts darüber sagen jetzt. Aber ihr seht ja die Info eh dann. Das ist ja auch blöd, da weiß ich gar nicht, wie viele Lebenspunkte die haben. Kann ich gar nicht den Kopf überschlagen. Das ist schade. Aber egal. What the hell? Sehr schön. Leuchtturm Stufe 2. Stock 2. Was haben wir hier eigentlich? So. Ey! Ja, genau. So haben wir es gern. Den habe ich aber gerade eben gesehen.
ein Schnatzer. Schnatsche zu Englisch wird 172. Okay, zu Deutsch Fetzer. Angriff. HP. Danke, Goro. Und ja, 0 MP, 152 Attacke und 102 Verteidigung. Und ich sehe, ich kacke ziemlich ab, weil ich mich aufpasse. Gut. Ich sollte mich vielleicht heilen. Tasche. Nee, der war's nicht. Das war ein Heiltrank. Genau. Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. So, jetzt. Perfekt. Dann greife ich mal mit Schock ein, du mit Blutball. Dann dürfte es kein Problem mehr darstellen, hoffe ich mal. Sofern er was abziehen würde. Ja, das kann man lassen. Es wird zwar ein harter Kampf, da die wirklich ein bisschen Leben haben. Wie gesagt, 172. Und die ziehen Seelan extrem viel ab. Das ist doch nicht mehr normal. Wahnsinn. Gott. So, einer ist tot. Hätte ich vielleicht nur auf Seelan machen sollen. Egal. Ja, passt. Oh, die ziehen wirklich extrem viel ab. Sie haben wirklich alle auf sie gehen. Müssen die wieder zum aus der Haut fahren. Ich bin auch schon überlegen, ob ich so solche Kämpfe einfach nur rausschneide. Nur wenn man mal einen neuen Gegnertypen haben sollte, den auch wirklich zeigen soll. Weil die Kämpfe, die haben schon extrem viel. Also die nehmen viel Zeit weg. Und Seelan ist wieder tot. Ah, oh, meine Fresse! Das gibt's doch gar nicht. Die hält aber auch nichts aus. So. Ach, genau. Was ist denn die für ein Level? 23. Wahnsinn. So, dann haben wir da. Na, genau, ein Überraschungsangriff reingekommen. So will ich das. Ja, genau, Gora, hau nur ab. Hast schon recht. So. Wenn wir die dann auch endlich mal klein gekriegt haben, oder die uns, je nachdem. Ich wette, Seelan kippt beim Boss als erstes um. Und das war gleich. Darauf freue ich mich jetzt schon. Den macht ihr noch nie, den Boss. So, perfekt. Und dann darf ich Seelan schon wieder heilen. Genau. Hat sie wenigstens wieder ein bisschen Magie. Was kann man da? Da haben wir eine Tür. Man sollte sich mal auskennen. Ne, die kann ich nicht entgegen. So, du und du. Danke. Tja. So ist es nun mal in dem Spiel. Das sind fast nur Kämpfe. Aber wahrscheinlich mache ich es wirklich so, dass ich die Kämpfe beim nächsten Part vielleicht sogar rausschneide. Außer Gegnertypen, die wir noch nicht gesehen haben. Weil es wirklich extrem zeitaufwendig ist. Und ein Pferdestein. Könnten wir vielleicht sogar Seelan geben. Oh ja, das steigt schön. Das steigt schön. Engelsflügel. Danke. Oh. So, der Zauberbikini. Angriff. Aber abbessig. Nee, lass mal. Frostigen. Oh. Oh. Ich glaube, wir sind gut gegen den Boss gerüstet. Okay. Da können wir nicht drüber. Warum auch immer. Gehen wir einfach mal da durch.
Irgendwas hat das da auf sich. Ah. Hier brauchen wir die Bomben. Perfekt. Und wir fliegen hinterher. So, dann können wir... Aha. Deswegen sollten wir die Seile runterschieben. Und einen Bienenstein. Vielleicht können wir den wieder gleich irgendwo ausrüsten. Rüstung. Was kann der? Paralyse, verdammte Gegner zur Bewegung. Okay. Angriff sinkt etwas. Abwehr steigt. Aber auch nicht viel. Nee. Bringt nichts. Jetzt brauchen wir aber den Haken. Wenn wir es da wieder rüberziehen können. So, tun wir es. Da waren wir. Aber da ging es doch noch irgendwo hin, oder? Nämlich nach unten, soweit ich mich entsinne. Genau. Oh, da haben wir gleich. Magie, Leben und Speichern. Das heißt, der Endboss dürfte gar nicht mal so weit entfernt sein. Wir sind eh schon oben. Gibst du? Schlüssel benutzt. Du gibst auch Ruhe. Geh mal dahin, dahin, dahin hin. Perfekt. Und da sind wir schon beim Boss. Yay! Zeros! Du bist hier! Zeros, geht es gut, nicht wahr? Keine Sorge, ihm geht's blend noch. Was hat jemand schon getan? Dunkle Mächte sind daran interessiert, dass dein Geschlecht für immer und ewig ausstirbt. Meine Blutlinie? Eigentlich ist es müßig, darüber zu reden, oder? Bewegt euch nicht. Noch ein Schritt und ihr werdet niemals wieder das Licht der Sonne erblicken. Oh, ich vergaß. Dein Schicksal wird grausam, egal was ihr unternehmt. Haha. The fuck? Was? Tommy, jetzt! Jawohl! Und dann haben wir Idura. Ein ziemlich harter Brocken. Er ist schwach gegenüber Wasser- und Eisattacken. Was natürlich sehr gut ist, da wir sowieso Eisattacken, also Eisschwerter haben, also mit Eiseigenschaften. Wir sehen 330 und 148. Der hat 1500 Leben. Und 320 Magiepunkte. Haben wir nicht mal irgendwas mit Wasser oder. Hat sie nicht mal. Okay, dann muss ich normal angreifen. Der hat 200 Angriff und 160 Verteidigung. Schon etwas ist. Und seine Fähigkeit ist der Plasma Blaster. Ich weiß jetzt nicht, wie der Deutsch heißt. Genau, und das sind seine Komplizen, was er rufen kann. Die haben 300. Ich würde sagen, ich greife Idura weiter mit Tommy an. Und Selan probiere ich einfach mal mit Glutball, dass sie beide angreift. Wo ich jetzt sagen muss, dass Tommy mehr, Selan mehr abzieht bei ihm. Plasmastrahl heißt, okay, gar nicht so weit entfernt. Aua. What the? Das tut weh. Plasmastrahl. Das kann jetzt ein harter Kampf werden. Ach du Scheiße, was zieht denn so viel ab? Ich muss unbedingt Selan heilen. Oh, Dom ist tot. Verdammt. Wieso bin ich nicht tot? Ah. Kann es sein, dass der nur bis 1 HP abzieht? Sehen wir gleich. Nee, doch nicht. Schade. Und das war's. Alter Schwede. Alter Schwede. Okay, Leute, ich muss noch etwas trainieren, habe ich gesehen. Ich würde sagen, jetzt mache ich Offscreen und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. So.
So, da bin ich wieder. Ich habe etwas trainiert und auch eine kleine Taktik festgestellt, also einstudiert. Sprich, anfangs, solange noch kein Kumpane da ist von ihm, können wir einigermaßen angreifen. Sie zieht mit Eisbombe richtig viel ab, wenn sie trifft. Und wenn es soweit ist, wenn sein Kumpel eintrifft, also wenn er ihn ruft, wird Sela nur noch als Heilerin eingestellt, eben jetzt. Wir haben Glück, wir konnten ihn, haben ihn einiges abziehen können, weil Selan Zornpunkte sind eigentlich verbraucht, sie kann nur noch, sie heilt lieber. Nein, ich bin schon ganz, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, es ist so ein harter Kampf. An den hänge ich wirklich lange immer, wenn ich selber spiele. Du kreist, obwohl, kannst du? Kannst sogar. Sehr schön. Dann mach gleich. Das Problem ist, dass das Kapselmonster immer flüchtet. Wenn der mal da bleiben würde, wäre es alles kein Problem. Plasmastrahl, aua, aua, aua. Der kann viel abziehen. Das Problem ist, Shiny Kumpane, der zieht so ewig viel ab. Ich hatte ihn schon so weit, dass Idura tot war. Ich habe schon mal getestet, ob es funktioniert. Und Idura war tot und der Harlekin hat noch gelebt. Das ist dann kein Problem mehr, wenn der Hauptboss tot ist und irgendwie Kumpane oder so. Das war viel. Ich bin gerade überlegen. Wenn wir jetzt... Ich würde einen Angriff überleben. Wenn sie jetzt Eisbombe zünden würde. Das könnte hinhauen. Ich glaube, das war jetzt kein Fehler. Er ist tot, das ist sehr schön. Gut. Jetzt hauen wir nur noch auf den Harlekin ein. Und dann, es ist eigentlich schon so gut wie gewonnen. Es kann nicht mehr anders gehen. Ah, wunderbar. Ich hoffe, ich war jetzt nicht etwas übersteuert. Aber es ist einfach nur noch geil. Es ist aber wirklich ein scheiß harter Kampf. Abartig. Ich habe noch nie so viel geheilt mit dem als abartig. Noch nie so geschwitzt bei so einem Kampf. Erst down, wir haben es geschafft, Leute. Er ist tot. Und das Baby ist sicher. Oh, mein Baby. Seros, es ist in Sicherheit. Iris. Sind nicht wiederzusehen, Dummy. Ich habe meine Reise begonnen, wie du es mir gesagt hast. Ich habe an vielen Orten mit vielen Leuten gesprochen und ich habe Selan getroffen. Ich habe Garnis besiegt und der Welt den Frieden zurückgebracht. Ist damit mein Auftrag erledigt? Eigentlich schon, aber dein Schicksal hat sich geändert. Was soll das heißen? Wenn du gestorben wärst, nachdem du Garnis besiegt hattest, hätte Frieden geherrscht. Aber du hast Selan geheiratet und einen Nachkommen hinterlassen. Du hättest eigentlich diesen Turm nicht lebend verlassen dürfen, aber ich... Der Fluss der Zeit ändert sich ständig, sodass auch ich nicht mehr in die Zukunft sehen kann. Aber ich kann dir sagen, dass für dich jetzt die Zeit gekommen ist, zu gehen. Um deine Liebenden, was Lieben zu schützen, musst du wieder in den Kampf ziehen. Willst du mir sagen, dass es noch einen Gegner gibt, der stärker als Garis ist? Wenn du tatsächlich die Kraft besitzt, das Schicksal zu beeinflussen, dann wirst du es eines Tages wissen. Ach du Scheiße. Dummy. Selan, geht es dir das gut? Ja. Du wirst wieder in den Kampf ziehen, nicht wahr? Ich muss gehen, um Jeros und dich gegen das Böse zu verteidigen. Ich gehe mit dir. Nein, das geht nicht. Du musst bei unserem Sohn bleiben. Wenn ich ein gewöhnlicher Mütter wäre, dann könnte ich mit Jeros auf deinen Rückkehr warten. Aber ich bin eben nicht gewöhnlich. Ich kann kämpfen. Ich will kämpfen, um Jeros zu beschützen. Vielleicht siehst du ihn nie wieder, wenn du jetzt mit mir gehst. Wenn wir den Feind nicht besiegen können, wird es mit dieser Welt sowieso bald vorbei sein. Aber was? Ich werde zu Seros zurückkehren und ein friedliches Leben mit euch beiden führen. Ich wusste, dass ich dich nicht davon abhalten kann. Gut, zuerst sollten wir Idura finden.
Lass uns vorher noch in Pandoria gehen. Wir können Zeras nicht mitnehmen. Gut. Tante, pass bitte auf Zeros, mein Schatz, auf. Das werde ich, Selan. Doch warum ziehst du ihn wieder in den Kampf? Es wäre doch zu schön, wenn du nur Mutter sein könntest, oder nicht? Aber ich bin doch glücklich. Ich kämpfe für die Menschen, die ich liebe. Das musst du schon alles selbst wissen. Ich werde auf jeden Fall gut auf deinem Schon Acht geben. Danke, ich wusste, auf dich kann ich nicht verlassen. Selan, du musst bald wiederkommen. Zeros braucht seine Mutter. Ich weiß, Tante. So viel Text, das ist zu viel Text für mich. Okay, Leute, das war's erstmal. Wir haben erfolgreiche Tiro geschafft, auch wenn es beim zweiten Anlauf war. Also für euch zumindest. Ich hatte einige Anläufe schon. Und ja, ich speichere jetzt nochmal. Du kannst mit dir so mal als es uns speicherst. Aha, okay, Leute. Ich sag danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.